Liebe Frau Steinbach, Professor Hoppel, Professor Otte, lieber Dr. Scheil, Freude, hier in Berlin zu sein. Ich bin seit Jahren nicht mehr nach Deutschland gekommen, muss ich gestehen. Also ich habe die Art und Weise, wie sich sozusagen die politische Korrektheit in Deutschland entwickelt hat, nicht gerne. Und ich bin Schweizer Bürger. Ich schätze vor allem die offene Debatte, die Meinungsfreiheit. Und es wird hier leider mehr und mehr beschränkt. Und wie manche Kollegen, manche Historikerkollegen und Völkerrechtskollegen von der Presse behandelt werden, finde ich bedauerlich. Und jedenfalls, ich nehme ein Risiko, dass auch heute ich außerhalb des Zusammenhangs zitiert werde. Das ist nicht zu vermeiden. Und als ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter mit 14 Berichten an die Generalversammlung und an den Menschenrechtsrat habe ich genug Erfahrung, wie man so sagt, diese Art Mobbing ist part of the job. Das muss man einfach hinnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gucke mir die Uhr an. Demokratie bedeutet Volkssouveränität. Ihre Verwirklichung bedarf unter anderem Ausbildung, umfassende Information, wahrhaftige Berichterstattung, Meinungsfreiheit. Volkssouveränität baut auf Geschichte, Identität, Heimat. Ihre Ausdrucksformen sind Volksbefragungen, Bürgerinitiativen, Referenda und Wahlen. Demokratie bedeutet die freie Selbstbestimmung eines Volkes über seinen Status als unabhängiges, föderatives, assoziiertes, soziales Gebilde, bedeutet auch die freie Wahl der Regierungsform und Gesellschaftsordnung, die ein Volk sich selbst geben will. Demokratie ist dynamisch und muss tagtäglich ausgeübt und gelebt werden. Sie geschieht nicht auf einmal wie ein Big Bang. Auch die Selbstbestimmung ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern muss bewusst praktiziert werden, flexibel bleiben, so dass die Menschen ihre Zukunft selbst gestalten können, so dass sie wirkliche Optionen haben, so dass die Politiker in Transparenz arbeiten und Rechenschaft abgeben. Die freie Selbstbestimmung gilt natürlich für die Generation, die das Recht ausübt, beschränkt aber nicht das demokratische Recht künftiger Generationen, das Modell zu modifizieren und sich anders selbst zu bestimmen. In der Tat ist das Selbstbestimmungsrecht in seinen individuellen und kollektiven Dimensionen, wie eben das Recht auf Leben, so fundamental, dass es nicht verzichtbar ist, denn es gehört zur Ontologie des Menschen. Die Zukunft baut auf Herkunft, Heimat, Identität, Kultur und Kontinuität. Der freie Mensch gestaltet seine eigene Zukunft in gegenseitigem Respekt und in Solidarität mit seinen Mitmenschen. Dies ist weder Floskel noch Populismus, sondern ganz einfach unsere Menschenwürde, unser Menschenrecht. Europa hat viele Formen des Totalitarismus erlebt, auch Totalitarismus, das sich demokratisch nennt. Die Demokratie wird jedoch durch Pseudo-Fakten, Fake News, Pseudo-Fakten, Pseudo-Geschichte, Pseudo-Recht, Fake Law und Pseudo-Diplomatie korrumpiert. Darum müssen wir uns für den Aufbau von demokratischen Institutionen einsetzen, für Information und Meinungsfreiheit, für offene Debatte ohne a priori.
Es ist nicht allein eine Frage von Recht und Gesetzen, sondern vielmehr eine Verpflichtung. Werte wie Anstand, Ehre, Gerechtigkeit, Wahrheitsliebe und Zuverlässigkeit zu behaupten. Wie Immanuel Kant schon sagte, sapere aude. Nun sollen wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht allein durch die historische Perspektive der 14 Punkte von Woodrow Wilson, seine Ideen über Autonomie und Sezession betrachten. Eigentlich findet das Selbstbestimmungsrecht der Völker seinen Ursprung bereits im Naturrecht. In den Gedanken der griechischen und römischen Philosophen, in den Traktaten von Cicero und Seneca, in den Schriften von Francisco de Vitoria im 16. Jahrhundert, Hugo de Groot im 17. Jahrhundert, John Locke und Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert. Relevant für uns im 21. Jahrhundert ist die Überzeugung, dass Volkssouveränität und Selbstbestimmung untrennbar von der Ethik sind. Die Menschenrechte, die wir in den UNO-Pakten, in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in etlichen anderen Verträgen und Resolutionen verankert haben, müssen wir verinnerlichen, so dass wir sie von den Regierungen und Institutionen verlangen können, so dass die Europäische Kommission und das Europäische Parlament diese Menschenrechte einschließlich des Selbstbestimmungsrechts und des Rechts auf die Heimat tatsächlich fördern. Gemäß dem Maastrichter Vertrag der Europäischen Union vom Februar 1992 bekennt sich die EU bekanntlich zu den Grundsätzen der Demokratie, Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Ferner muss die Europäische Union gemäß Artikel 2 des Lissabonner Vertrages von 2009 Werte aktiv fördern. Wir beobachten hingegen eine wachsende Bedrohung durch eine undemokratische Gesinnung, die sich in Brüssel bereit macht, und ich bin oft genug in Brüssel gewesen und als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen hatte ich genug in Brüssel zu tun. Ich habe mehrfach vor dem Europäischen Parlament gesprochen. Jedenfalls, ich merkte in Brüssel, ausgerechnet in Brüssel, was ich nenne eine Demophobie. Eine Angst vor Publikum, eine Angst vor Volksbefragungen. Hier sehe ich in Brüssel, wie die Souveränität der Mitgliedstaaten in Frage gestellt wird, eben durch die bekannte Hybris von Bürokraten, die gewiss keine Demokraten sind. Nun schnell zu den Verträgen von Versailles und Saint-Germain. Gehen wir zum Waffenstillstand vom 11. November 1918, auf die Verhandlungen in Paris 1919, auf die Verträge von Versailles, Saint-Germain, Trianon und auf die Missachtung des Selbstbestimmungsrechts durch den Diktat der Siegerstaaten. Das Selbstbestimmungsrecht von 3,5 Millionen Deutsch-Österreicher aus Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slowakei, ihr Recht innerhalb der deutschen oder österreichischen Grenzen zu leben, wurde verweigert. Und so wurden sie zwangsweise Bürger der Tschechoslowakei ohne Möglichkeit eines Plebiszits. Ähnlich verfuhr man mit den 200.000 Deutsch-Österreicher aus Südtirol, gezwungen unter italienische Herrschaft, und dies trotz Punkt 9. des Wilsonschen 14 Punkte, die vorsah a readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality. Bekanntlich beließ die Grenzziehung mit Polen 2 Millionen Deutsche innerhalb der Grenzen des neu etablierten polnischen Staates, ebenfalls als eigentlich unerwünschten und diskriminierten Minderheiten. Gewiss gab es einen Minderheitenschutzvertrag des Völkerbundes
der Deutschland, Österreich, Polen und die Tschechoslowakei und Italien verpflichtete. Doch dokumentieren tausende Petitionen im Völkerbundsarchiv in Genf, wie die Menschenrechtsschutz beziehungsweise wie dieses System scheiterte. Diejenige, der eine interessante Thematik für eine Doktorarbeit sucht, kann sie nach Genf einladen. Ich werde sie führen durch den Archiv, die Archiven des Völkerbundes. Da werden sie genug finden, also für jede Dissertation. Es ist meine Überzeugung, sowohl als Historiker als auch als Völkerrechtler, dass das von Versailles und Saint-Germain geschaffene Unrechtssystem gewiss nicht die einzige Ursache des Ausbruches des Zweiten Weltkrieges darstellte, aber sicher erheblich dazu beigetragen hat, zusammen mit geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren, wie wir also von Professor Hubbard gehört haben. Erlauben Sie mir nun, dies kurz zu erläutern. Bekanntlich schließt das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur die Rechte auf Autonomie oder Sezession, sondern auch das Recht auf Zusammenschluss, wenn die Völker das wollen. Artikel 80 des Versailles Vertrages besagte, Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs an und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten. Artikel 88 des Vertrages von Saint-Germain, die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich. Daher übernimmt Österreich die Verpflichtung, sich jeder Handlung zu enthalten, die mittelbar oder unmittelbar seine Unabhängigkeit gefährden könne. Wäre es doch nicht besser im Einklang mit den 14 Punkten Wilsons gewesen, den Deutschen und den Österreicher Gelegenheit zu geben, Volksabstimmungen durchzuführen und wenn eine Mehrheit der Völker das wollte, den Zusammenschluss der Völker zu feiern. Dies aber wollten die Siegermächte eben nicht, denn es ging Deutschland und Österreich zu schwächen und als wirtschaftliche Konkurrenten auszuschalten. Am Abend von der Unterzeichnung des Vertrages von Saint-Germain gab die österreichische Nationalversammlung folgende Erklärung ab, ich zitiere, die Nationalversammlung erhebt vor aller Welt feierlich ihren Protest dagegen, dass der Friedensvertrag von Saint-Germain unter dem Vorwand, die Unabhängigkeit des Österreichs zu schützen, dem deutsch-österreichischen Volke sein Selbstbestimmungsrecht nimmt. Die Nationalversammlung spricht die Hoffnung aus, dass sobald der Friede den Geist nationaler Gehässigkeit und Feindseligkeit, den der Krieg hervorgerufen hat, überwunden haben wird, der Völkerbund auch dem deutschen Volke das Recht auf Einheit und Freiheit der Nation, das er allen anderen Völkern gewährt, nicht dauernd verweigern werde. Zitat Ende. 10 Jahre später, im Zuge der Weltwirtschaftskrise, beschlossen die deutschen und österreichischen Regierungen eine Zollunion. Gewiss eine legitime Sache und ein Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen und der Österreicher. So dachte sogar auch Winston Churchill, der das Projekt lobte als eine Möglichkeit für die demokratische Weimarer Regierung Heinrich Brünnings, ihre innenpolitische Basis zu verbessern. So hier ist ein Politiker, der politisch denkt, der will Stabilität und denkt, wir haben einen guten Mann in Brüning, wäre besser, ihn zu stützen und nicht ihn zu stürzen. Naja, gut. Hingegen äußerte das Foreign Office Bedenken, weil es die Spannungen in Europa zu verschärfen schien, denn Frankreich und die Tschechoslowakei zeigten sich total intransigent. Doch bezweifelte England eben nicht die politisch-rechtliche Zulässigkeit der Zollunion. Es war auf die Grundlage der genannten Artikel des Verträge von Versailles und Saint-Germain, dass der französische Ministerpräsident Pierre Laval, der später einen Kopf kürzer gemacht worden ist als Kollaborateur
mit den Deutschen in der Vichy-Regierung. Aber jedenfalls, damals Pierre Leval hat diese deutsch-österreichische Zollunion zum Scheitern gebracht, was natürlich die demokratische Regierung von Heinrich Brüning erheblich schwächte und eventuell zu seinem Fall im Mai 1932 führte. Kaum 8 Monate nach dem Fall von Brüning kam Adolf Hitler an die Macht. Die ungerechten Bestimmungen der Verträge von Versailles und Saint-Germain führten auch zu den Spannungen, die in den Zweiten Weltkrieg mündeten, so zum Beispiel die Sudetenfrage. Die amerikanische Expertenkommission in Paris, damals 1919, bei den Friedensverhandlungen, seinerzeit unter Leitung von Harvard-Professor Archibald Carey Coolidge, warnte davor, die Sudetendeutschen unter tschechische Herrschaft zu bringen, weil sie unverdaulich wären. Zitat: Würde man den Tschechoslowakischen, den Tschechoslowaken das ganze Gebiet zuerkennen, das sie beanspruchen, so wäre das nicht nur eine Ungerechtigkeit gegenüber vielen mit Millionen Menschen, die nicht unter tschechische Herrschaft gelangen wollen, sondern es wäre auch für die Zukunft des neuen Staates gefährlich und vielleicht verhängnisvoll. Zitat Ende. Darum schlug Coolidge vor, ein Teil der deutschen Gebieten an Deutschland, ein Teil an Österreich zuzusprechen. Als die Deutsch-Böhmen und Deutsch-Meere überall in der Tschechoslowakei friedlich für das Selbstbestimmungsrecht demonstrierten, wurden bekanntlich 54 getötet. Und zwar darauf schrieb Professor Coolidge, ich zitiere: Das Blut, das am 4. März 1919 geflossen ist, als tschechische Soldaten in mehreren Städten auf die deutsche Menge feuerten, ist auf eine Art und Weise vergossen worden, die nur schwer verziehen werden kann. Zitat Ende. Nun zur Theorie und Praxis des Selbstbestimmungsrechts. Erlauben Sie mir nun auf meinen Bericht vom Oktober 2014 an die Generalversammlung, wo ich klare Kriterien aufstelle, für wer, was, wann, also Selbstbestimmung ausüben darf oder soll. Wie wir wissen, ist das Völkerrecht dynamisch. Wir beobachten die fortschreitende Entwicklung des Rechtes auf Selbstbestimmung, und zwar von den frühen Idealen des Woodrow Wilsons bis hin zur estnischen Unabhängigkeitserklärung von 1918, den Verlautbarungen des Völkerbunds, die Minderheitenschutzverträge, den Artikel 3 der Atlantikcharta von 1941, der Artikel 1.2 der Charta der Vereinten Nationen, Kapitel 11 und 12 der Charta, Resolution 1514 der Generalversammlung zur Entkolonisierung, die Entkolonisierungsprozesse in Afrika und Asien, den gescheiterten Selbstbestimmungskrieg der Igbos für die Unabhängigkeit von Biafra von 1967 bis 70, die Generalversammlung Resolutionen 26, 25 und 33, 14, der Erklärung der Unabhängigkeit Bangladesch im Jahre 1971 und der Pakistanisch-Indischen Krieg, das Westsahara-Gutachten des Internationalen Gerichtshofes von 1975, das Inkrafttreten des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte sowie des Internationalen Paktes über wirtschaftlich, soziale und kulturelle Rechte im Jahre 1976, deren gemeinsamen Artikel 1 das Selbstbestimmungsrecht der Völker festschreibt. Ferner die Wiener Erklärung von 1993. Ich war da und ich habe meine Finger als Mitschreiber. Jedenfalls das Selbstbestimmungsrechtsreferendum in Quebec im Jahre 1995, das Unabhängigkeitsreferendum und die Sezession Bergkarabachs von Aserbaidschan, also der Krieg 1992 bis 1994,
einschließlich der OSZE-Vermittlung, die Auflösung der Sowjetunion in 15 Republiken, die Kriege von 1991-92 und die einseitige Unabhängigkeitserklärung von Abkhazien und Südossetien, die einseitige Unabhängigkeitserklärung der separatistischen Regionen Jugoslawiens und die daraus folgende Kriege, die einvernehmliche Trennung der Tschechoslowaken und der Tschechen im Jahre 1993, das eritreische Referendum von 1993, die NATO-Bombardierung Serbiens im Jahre 1999, das eritreische, den Abbau oder Zerstörung der territorialen Integrität Serbiens, das Unabhängigkeitsreferendum in Osttimor von 1999, den gescheiterten Unabhängigkeitskrieg der Tamilen von Sri Lanka, die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kosovos im Jahre 2008 und das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes im Jahre 2010, das sudanesische Referendum im Jahre 2011, das Referendum auf dem Krim im Jahre 2014 und ihre Wiedereingliederung nach Russland, die de facto Abtrennung der Gebiete Donetsk und Lugansk von der Ukraine. Dabei möchte ich erinnern, ich war Repräsentant des Generalsekretärs für die Wahlen in der Ukraine 1994, sowohl die parlamentarischen Wahlen im März als auch die Präsidentschaftswahlen im Juni 1994. Und ich bin auf der Krim gewesen, ich bin natürlich im Osten, im Donetsk-Gebiet gewesen. Es ist absolut klar, dass diese Leute nach Moskau orientiert waren und dass diese Leute ihre Selbstbestimmung wollten, dass diese Leute nichts mit Kiew zu tun haben wollten. Und deshalb kann man erklären, was passiert ist. Es ist nicht irgendwie a virgin birth, es ist nicht irgendwie etwas Unerklärliches oder Mirakulöses. Es ist leicht zu erklären, aber alle diese Beispiele, die ich Ihnen gegeben habe, auch das Referendum in Kurdistan 2014, die Abstimmung in Katalonien 2017, in Neukaledonien vor ein paar Tagen und so weiter, das illustriert, dass die Bestrebungen für Selbstbestimmung sind da. Es ist nicht vom Tisch. Es ist noch ein Wert. Menschen wollen ihre eigene Sache. Sie wollen nicht unter Fremdherrschaft gelangen. Laut dem Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs zum Kosovo 2010 verstoßt eine einseitige Unabhängigkeitserklärung eben nicht gegen das Völkerrecht. Das natürlich sagt nicht furchtbar viel. Man kann eine Erklärung machen, sind die Konsequenzen der Erklärung, die Bedeutung im Völkerrecht haben. Vielleicht die wichtigste Feststellung im Advisory Opinion des Internationalen Gerichtshofes geht um das Prinzip der territorialen Integrität, das eben kein Hindernis zum Selbstbestimmungsrecht bzw. zur Sezession darstellt, denn wie der Gericht feststellte, überall, wo das Prinzip der territorialen Integrität völkerrechtlich festgelegt wird, sei es im Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta, in der Resolution der Generalversammlung 2625, in der Helsinki-Erklärung von 1975, geht es um den Schutz der territorialen Integrität eines Staates vor externen Gewaltanwendung, beziehungsweise es geht um den Verbot der Invasion oder Okkupation des Territoriums eines anderen Staates. Nirgends, absolut nirgends, kann es intern angewandt werden. Intern gegen das eigene Volk. Nirgends kann das Prinzip der territorialen Integrität den höheren hierarchischen Wert, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker, aufheben. Wie der Gerichtshof es formulierte, und das ist
vorgestern, das war 2010, zitiere, the scope of the principle of territorial integrity is confined to the sphere of relations between states. Zitat Ende, Absatz 80. Die Abspaltung des Kosovo von Serbien hat zweifelsohne einen wichtigen Präzedenzfall im Völkerrecht geschaffen, der nicht ignoriert werden kann. Weil das Völkerrecht per Definition universell ist und nicht selektiv angewandt kann, Kosovo ist heute ein de facto Staat, auch wenn noch nicht ein UNO-Mitgliedstaat. Während die internationale Anerkennung von Staaten deklaratorisch und kein bestimmendes Merkmal für die Staatlichkeit ist, ist es im Interesse der internationalen Gemeinschaft, de facto Staaten möglichst schnell in den Vereinten Nationen aufzunehmen und sie somit in die Lage zu versetzen, die Übereinkommen der Vereinten Nationen zu ratifizieren, insbesondere an das Vertragswerk zu den Menschenrechten zu beteiligen. Also das Recht auf Selbstbestimmung gilt hierarchisch als kategorisches Völkerrecht, was wir nennen Jus Cogens, doch bleibt die Umsetzung dieses Rechtes nicht immer einfach, als man es in Englisch ausdrückt, es ist nicht self-executing. Das Recht auf Selbstbestimmung wurde und wird weiterhin ungestraft verweigert, ähnlich wie das Jus Cogens Verbot der Anwendung von Gewalt im Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta, deren Verletzung allzu oft ungestraft geblieben ist, wie im Fall der illegalen Bombardierung Jugoslawiens 1999 oder der Invasion und Bombardierung des Iraks im Jahre 2003, welche mein ehemaliger Chef, der leider kurz verstorbene Generalsekretär Kofi Annan, ganz deutlich als, ich zitiere, illegal war verurteilte. Die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts oder des Verbots der Gewaltanwendung beeinträchtigt nicht die Rechtskraft der Normen. Also die Normen sind nach wie vor da. Also es ist ein Gewaltverbot da, es ist ein Recht auf Selbstbestimmung da, auch wenn man es nicht umsetzen kann, auch wenn es ein Problem der Impunität gibt. Nun, der beste Weg, ich werde so etwas überspringen, der beste Weg zu erfahren, ob eine Bevölkerungsgruppe Autonomie oder Unabhängigkeit will, ist es, ein Referendum durchzuführen. Vereinten Nationen haben solche Referenden durchgeführt in Äthiopien, Eritrea, Osttimor und in Südsudan. Aber erst nachdem Zehntausende von Menschen im Krieg ums Leben gekommen waren. Es wäre also besser gewesen, rechtzeitig zu vermitteln und Volksbefragungen organisieren mit allen notwendigen Garantien und Überwachungsmaßnahmen. In Zukunft sollen die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Organisation der amerikanischen Staaten, die Afrikanische Union, die OSZE und andere internationale Organisationen Frühwarnmechanismen entwickeln und Vermittlung und gute Dienste anbieten, um Selbstbestimmungsstreitigkeiten zu lösen, bevor sie sich zu heftigen Konfrontationen entwickeln. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde mit der Entkolonisierung nicht ad acta gelegt. Das liest man manchmal von Völkerrechtlern, die nicht wissen, was sie schreiben. Es tut mir leid, also im Fall Katalonien, ich habe so einen offenen Brief signiert von 150 Professoren des Völkerrechts in Spanien, der sagte, Selbstbestimmungsrecht ist mit der Entkolonisierung zu Ende. Also es hat keine Bedeutung heute. Das ist ein totaler Unsinn. Aber wie kann man die Entwicklung oder diese progressive Entwicklung des Völkerrechts, die Präsidenten von Slowenien und Kroatien und Bosnien und Herzegowina und Kosovo und so weiter, einfach außer Acht lassen? Kann man nicht. Nun, was Hard Law betrifft, was wirklich bindendes Völkerrecht ist, haben wir Artikel 1.
des Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Dies bedeutet, dass Rechtsträger eben die Völker sind. Nämlich alle Völker, nicht nur ehemalige Kolonialvölker. Die Interpretation des Artikels nach der Wiener Vertragsrechtskonvention erlaubt eben keine andere Auslegung. Absatz 3 besagt, die Vertragsstaaten haben entsprechend den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechtes auf Selbstbestimmung zu fördern. Dies bedeutet, dass alle Vertragsstaaten positive Maßnahmen zur Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts nehmen müssen. Es geht nicht nur, keine Hindernisse zu setzen, sondern den Völkern zur Verwirklichung des Rechtes zu verhelfen. Nun, ich werfe einen Blick auf die Uhr. Ich glaube, ich habe knapp 10 Minuten. Ja, auch wenn das Recht nicht nur als Hard Law, sondern sogar als Jus Cogens gilt, sehen wir es immer wieder, wie das Selbstbestimmungsrecht selektiv angewandt wird, eben Völkerrecht à la carte, Völkerrecht nach Belieben. So erlangten die Slowenen, Kroaten, Kosovaren die Unabhängigkeit von Jugoslawien, aber die Serben von der Krajina, von der Republika Srpska, von Nord-Mitrovica, Leposavik, Svekan und Subin Potok haben eine Union mit Serbien nicht erreicht. Ich springe ein paar Absätze. Nun zum Thema Souveränität. Wie wir wissen, ist der Souverän im Staat eben das Volk. Demokratie bedeutet halt Volkssouveränität. Staatsoberhäupter und Parlamente können sich nur Demokraten nennen, wenn sie das Volk tatsächlich vertreten bzw. repräsentieren. Darum ist das Modell der direkten Demokratie in der Schweiz vielleicht das Beste. Seit 2017 bin ich selber schweizerischer Staatsbürger. Und ich schätze unser demokratisches Modell, das am meisten Partizipation durch das Volk fördert. Ich selber habe bereits im Jahre 2018 5 Wahlen bzw. Referenden mitgemacht. Und ich finde das gut, denn das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Geborgenheit hängt eben zum Teil vom Gefühl, dass man ernst genommen wird, dass die Politiker unsere Diener sind und nicht umgekehrt. Es gibt Hindernisse, die die Ausübung der Volkssouveränität erschweren. Manche internationale Verträge beeinträchtigen die Ausübung der Souveränität. Sogenannte Freihandelsverträge stellen eine ernsthafte Gefahr für die Souveränität der Vertragsstaaten. Wie ich in meinen Berichten an den Menschenrechtsrat und Generalversammlung warnte, sind Teile dieser Verträge contra bonos mores, beziehungsweise gegen die guten Sitten. Denn sie korrumpieren die wesentlichen Funktionen der Staaten, als die United Nations Conference on Trade and Development mehrfach festgestellt hat. Insbesondere die sogenannten Investor-State Dispute Settlement Arbitrations stellen den Rechtsstaat auf den Kopf. Seit 200 Jahren bauen die Europäer an das Modell der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlich-rechtlichen Gerichte, die eben nicht nur kompetent sein müssen, aber transparent und mit Rechenschaftspflicht. Dies wird durch die Schaffung eines Parallelsystems unterminiert, wo 3 Schiedsrichter die nationalen Gesetze und die Rechtsprechung sogar der höchsten Gerichte ignorieren können und tun. Hinzu kommt, dass die Entscheidungen der 3 Schiedsrichter nicht appelliert werden können, so dass die Ontologie des Staates für das Allgemeinwohl zu sorgen und Gesetze zum Schutze der Bürger, zum Schutze des Umwelts zu schaffen und Sanktionen zu erheben, eben unterminiert wird.
Aber die Ontologie des Kapitalismus ist eben Risiko. Risiko zu nehmen, um dann Profit zu gewinnen. Das Risiko muss beim Investor bleiben, kann nicht auf den Staat abgewälzt werden. Auch Verträge wie CETA, TTIP, TISA und so weiter beeinträchtigen die Souveränität der Staaten und die Verpflichtung der Staaten, die Menschenrechte, insbesondere wirtschaftliche, sozialen und kulturelle Rechte zu gewährleisten. Was die Europäische Union betrifft, ist natürlich die ursprüngliche These einer wirtschaftlichen Kooperation zwischen den europäischen Staaten, Abschaffung der Zölle und so weiter, ausgezeichnet. Ausgezeichnet für den Handel und kann und hat auch zum Allgemeingut beigetragen. Aber diese Kooperation darf nicht auf Kosten der ärmeren Staaten geschehen, auch nicht auf Kosten der sozialen Rechte, der Kultur und der Identität der Völker Europas. Mit Sorge beobachte ich, wie die Europäische Kommission immer tiefer in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einmischt. Eben gegen das Volksverlangen nach Heimat und Identität. So wächst der Widerstand nicht nur in England, aber auch in Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Ungarn. Zum Schluss einige kurze Bemerkungen zum Lissabonner Vertrag. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind seit dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags im Dezember 2009 völkerrechtlich gebunden. Artikel 2 des Vertrages besagt, die Werte, die auf sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Einem EU-Mitgliedstaat, die Menschenrechte oder die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt, drohen Konsequenzen unter Artikel 7 des Lissabonner Vertrages. Artikel 7 besagt, auf begründeten Vorschlag eines Drittels des Mitgliedstaates des Europäischen Parlaments oder der Europäischen Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von 4/5 seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der im Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Ferner Artikel 3. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieser Mitgliedstaat im Rat. Wie am Anfang festgestellt aber, wird das Völkerrecht allzu oft nach Belieben eingesetzt, so auch durch die Europäische Kommission, die Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn und Polen einleitet, nicht aber gegen Spanien. Ich komme gerade jetzt von einer Tagung in Den Haag über die Situation in Katalonien. Nicht gegen Spanien, wo der Rechtsstaat bereits ernsthaft unterminiert worden ist, wo das Selbstbestimmungsrecht der Katalanen durch wirtschaftliche und psychische Gewalt unterdrückt wird, wo die Rechte auf Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Gerichte systematisch verletzt worden sind. Also wenn Sie die Dokumente kennen, die ich kenne, es ist schauerlich, was da abspielt. Und die Tatsache, dass es politische Gefangene in Europa gibt, in Spanien, ist einfach intolerabel. Nun, es gibt gute Gründe zu denken, dass zum Beispiel in Spanien Artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie Artikel 1, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 26 und 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte verletzt worden sind. Aber Brüssel hat keine Untersuchung bzw. kein Artikel 7 Verfahren eingeleitet. Freilich sollten solche Ungereimtheiten vor der Europäischen Kommission politisch untersucht werden, aber auch juristisch verfolgt durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg. Impunität bzw. Straflosigkeit sollte in Europa nicht mehr mit Indifferenz hingenommen
werden. Ja, ich muss jetzt schließen. Ich springe rüber. Andere Bedrohungen der Demokratie in unseren Tagen, kennen wir alle, sind der Konformismus, die politische Korrektheit, die Selbstzensur. Ich bin 7 Jahre lang Präsident des Schweizerischen Pen-Clubs, also Poets, Essayists, Novelists. Und ich habe mich immer sehr eingesetzt und gesagt, einer der größten Probleme, die wir haben, ist nicht die Zensur durch die Regierung, und die gibt's, aber die Selbstzensur. Also die Intimidierung, und die Leute wagen es nicht, überhaupt Mund aufzumachen. Und natürlich die Resignation. Ich bemerke in vielen Ländern also ein hohes Niveau der Resignation. Ferner müssen wir gegen die Manipulation der öffentlichen Meinung kämpfen, sie diese Manipulation durch die Regierung oder durch die privaten Medien praktizieren. Denn die Manipulation ist nicht nur die Regierung Trumps oder die Regierung Macrons oder die Regierung Merkels. Also die Manipulation ist die New York Times, die Washington Post, CNN, BBC, die einmal gut war. Also ich entsinne mich, als ich jung war, also die BBC war eine Autorität, aber das ist nicht mehr der Fall. Und hier in Deutschland natürlich, sei es, naja, Sie kennen mich besser als ich. Naja, wir werden ständig von Politikern und Medien belogen. Also zum Schluss möchte ich an den europäischen Ordre Public appellieren, denn die drei Hauptprinzipien der Europäischen Union bleiben gültig. Die sind gut. Auch wenn die Institutionen diese Grundprinzipien willkürlich anwenden, auch wenn es viele Probleme mit der Union bestehen, liegt es an uns, Lösungen zu erschaffen, Lösungen, die eine bessere Zukunft für alle Europäer bringen sollten, Lösungen, die die Tragödien der Ersten und des Zweiten Weltkrieges überwinden und Demokratie und Selbstbestimmung für uns alle garantieren. Schließlich ist die Demokratie ein Ausdruck der Selbstbestimmung, als die Selbstbestimmung untrennbar von der Demokratie ist. Beide sind unsere Erbe und unsere Ethik. Ich danke für das Zuhören.